So, meine Damen und Herren, ich befinde mich hier in der Damentoilette des Jorkschlösschens. Und ich werde heute keinen Karlauer bringen, da können Sie lauern, bis Sie kahl sind. Aber dafür Herr Dämlo, der neben mir steht. Ja, also guten Abend. Wir möchten hier anknüpfen an das Interview mit Roger Rattatz, der ja abgehoben hat darauf, dass er die Damentoiletten des Jorkschlösschens so schätzt. Wir konnten ja auch gerade die Tür sehen. Es ist insofern passend, weil Roger am heutigen Freitag und morgen am Samstag an beiden Abenden hier spielt und das passt und der weiß es hier zu schätzen. Vielleicht können wir noch mal einen Blick auf die Tür werfen. Ne, von oben bis unten bemalt. Dafür ist mir übrigens schon sehr viel Geld geboten worden. Ich hebe mir den Verkauf der Tür auf als Rente. Das Kreuzberg-Museum hat schon nachgefragt und haben 20.000 Euro geboten. Aber ich warte ab. Das hört sich sehr interessant an. Und nun gebe ich wieder zurück an die öffentlichen Bedürfnisanstalten. Ciao.